Alexander, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir schauen, was der Tag so für Infos mitbringt fürs Kollektiv. Ja, hier kommt ein kleiner Schub von Fortuna. Der Himmel öffnet die Arme und schüttet reiche Fülle aus. Hier ist etwas Unerwartetes. Also das ist nichts, mit dem wir spekulieren, sondern da ist ein Geschenk auf dem Weg, das man ruhig in Dankbarkeit annehmen kann und das man auch wieder weitergeben kann. Ne? Also im Prinzip ist es diese Energie, du hast viel von etwas und gibst es jemand weiter. Also du teilst deine Sachen. Hier gibt es etwas, bei dem man vielleicht noch im Unfrieden ist, wo man nach vorne will, wo man auch etwas betrauert hat. Das kann jetzt sein, dass man halt gänzlich am Glück vorbeigeschrammt ist. Hier geht es auch so um einen Weg zurück in die Freude sozusagen. Auch das kann ein Fühlhorn beinhalten, ne? Das Aufatmen nach einer langen Phase oder das Zurückfinden in die Freude nach traurigen Zeiten. Und hier kommt beides, ne? Ich glaube, hier kommt emotionale Fülle und es kommt jemand, der dir die Hand reicht. Hilfe annehmen könnte hier mitspielen und auch dieses Ding, dass nichts ewig dauert. Ne? Hier ist etwas, eine Herausforderung, die ist ein vorübergehender Natur. Zeit könnte eine Rolle spielen. Nichtsdestotrotz sehe ich im Prinzip zweimal die Fülle. Ne? Einmal emotional und einmal in einem anderen Bereich. Und hier unten haben wir tatsächlich auch noch den Erfolg, der dann auf die längere Zeit eben sichtbar wird. Es sind unerwartete Dinge, die hier auf allen warten. Nichts, mit dem man schon spekuliert hat, irgendwie, das oder das könnte es sein. Von dem Punkt des Empfangens, an dem wir hier sind, ne, haben wir hier wieder die Möglichkeit, etwas in einem bestimmten Zeitraum auf die Welt zu bringen, etwas zu kreieren, das dann über den ausgesäten Samen sozusagen über die längere Zeit wieder etwas einbringt. Es kann ein neues Projekt sein, eine Möglichkeit, etwas wachsen zu lassen. Hier haben wir das Bitten dabei, hier haben wir die helfende Hand. Ich sehe das immer so ein bisschen anders. Einsteils, im Prinzip ist es ja so, jeder sieht vielleicht die Situation und manche sind auch zu stolz, um zu bitten, aber ich denke immer, Empathie oder Herzmenschen, die sehen, wo es hapert und die greifen dann ein. Da braucht man nicht drum bitten, aber hier geht es vielleicht um Unterstützung auch von oben. Wie gesagt, meine Meinung könnt ihr alle anders auch sehen. Das Aussprechen von dem, was man braucht, ist es vielleicht auch hier, es mal auf den Punkt zu bringen. Und dann auch Situationen verlassen, die nicht gut für einen sind. Das haben wir hier so ein bisschen, ne? Dieser Schritt, wo man wieder in die Freude geht und hier geht dann auch die neue Tür auf. Das perfekte Timing dafür.
Hier kriegt etwas Wachstum, ne? Ein stabiles, verbindliches Fundament auch in die Zukunft rein. Hier hat man so einen neuen Boden, möglicherweise auch neue Verbindungen oder ein gutes Fundament an Verbindungen, Verbindlichkeiten, Beziehungen. Hier geht es um Langfristigkeit und hier geht es tatsächlich auch um das Abgeben da, wo endlos Kreisläufe sind oder um die Ernte einzufangen bei irgendwas. Das haben wir hier, wie gesagt, zweimal. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ich hier so einen Lebenskreislauf beende, der mit viel Verlust und Schmerz zu tun hat. Und dafür geht hier eine neue Tür auf. Das haben wir auch zweimal. Das magische Glühwürmchen kommt hier mit. Hier geht es um das innere Leuchten. Hier bietet jemand Orientierung an oder du selber bietest es an. Etwas ist so ein bisschen Magie umgeben, der Alltagszauber. Und es gibt Menschen, die fühlen sich zu einem hingezogen oder auch umgekehrt. Es kann ja auch ein neuer Resonanzboden sein für das Umfeld, ne? Für Menschen, die im Umfeld sind, die hilfreich sind. Der Eisvogel. Ich verhelfe dir zu mehr Romantik, Liebe und Freiheit. Fürchte nicht das Unbekannte. Lerne immer wieder neue Dinge, behalte einen offenen Geist und die neuen Dinge werden zu dir kommen. Also für alles, was man Platz macht, rutscht hier etwas durch. Ja? Nehmen wir noch einen Glücksimpuls. Ein Geschenk ist auf dem Weg, es doppelt sich wieder. Und hier haben wir auch in der Doppelung die unerwartete Wende. Ihr Lieben, ich wünsche euch heute einen ganz tollen Tag. Ich drücke euch bis morgen.